Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Serie Computerspiele für den Unterricht. Heute mit dem Spiel Seville aus dem Jahr 2009, also schon etwas älter, von dem Entwickler Real M Forge Studios. Die Hauptfigur dieses Point-and-Click-Adventures ist der tyrannische König Seville, den wir auch spielen werden zu einem großen Teil des Spiels. Dieser König regiert sein Reich mit eiserner Hand, wird dann aber eines Tages gestürzt und muss sich also im Gefängnis wiederfinden zunächst und sich von dort quasi wieder hocharbeiten, um seinen König zu retten. In den etwa 5 Stunden rettet also der König sein Königreich und versucht dabei natürlich aber auch seinen Thron wieder zurückzuerobern. Er muss auf dem Weg verschiedene Rätsel lösen, mit verschiedenen Menschen sprechen, Dialoge führen und Gegenstände, die er in seiner Umgebung findet, geschickt kombinieren. Dann schauen wir einfach mal direkt rein, werfen den Blick auf ein neues Spiel. Und während der Ladebildschirm hier lädt, erzähle ich nochmal kurz, also handelt sich wirklich um ein Märchenspiel. Wir werden jetzt gleich in so eine Märchengeschichte geworfen und das Ganze ist dann auch sehr schön eingebettet. Es ist eine nette Rahmenhandlung auf jeden Fall. Und es ist auch ein Königreich, das vielleicht ein bisschen anders ist als andere märchenhafte Königreiche, aber sich trotzdem ganz viele von diesen märchentypischen Elementen wiederfinden. Man auch manche Figur wiederfinden wird, die man vielleicht schon aus anderen Märchen kennt. Ja, und manches Märchen auch. Ja, definitiv. Also da sind. Also mit dem Märchen beginnt es ja auch gleich direkt am Anfang. Genau, also wir sehen in dem Spiel ganz viele intertextuelle Verweise, eben sowohl auf Märchenbezüge als auch auf die Figuren, auf das komplette Genre Märchen, wo wir dann auf jeden Fall gucken können, was lässt sich da alles finden. Das wäre auch einer der Punkte, die man dann für den Deutschunterricht direkt einsetzen könnte, wenn wir an Märchen und Deutschunterricht denken, sind wir in der 5., 6. Klasse. Mhm. Und es geht los. Ja, genau. Das ist das Schloss von Seville. Ah, ein weiterer Tag in meinem wunderbaren Reich. Was haben wir denn hier? Eine Streitigkeit, die meiner Rechtsprechung bedarf. Meine jämmerlichen Untertanen kommen offenbar nicht ohne mich aus. Mal sehen. Der große, böse Wolf verklagt die 3 kleinen Schweinchen. Wir werden jetzt gleich auch nach dieser kleinen Dialogsequenz auch auf eine erste Entscheidung im Grunde treffen. Also gleich die Auswahl haben zwischen verschiedenen Optionen. Könnt ihr vielleicht ein bisschen was zu dieser Figur des Seville sagen? Seville ist erstmal ein sehr kleiner despotischer König, der aber doch durchaus mehr Größe hat, als er an Körpergröße heranreicht. Also wir haben jetzt hier, sieht man gleich, wie humorig das komplette Spiel, aber eben auch diese Figur an manchen Stellen arbeitet. Aber auch dadurch nicht so die populärsten und so die moralisch angesehensten Entscheidungen trifft. Also man konnte jetzt auswählen, ob man den Wolf oder die 3 kleinen Schweinchen, eben auch da wieder natürlich bekannte Märchenreferenz, dann verurteilt. Und er kommt natürlich zu dem Schluss, ach ja, egal wie du dich als Spieler entscheidest, ich verurteile beide. Also wir haben sofort diesen kleinen, ja, Monarchen. Also er wird halt als böse eingeführt. Er wird als böse eingeführt, und auch ein gewisses Maß an sadistisch. Also auch wenn man sagt, sadistisch, er soll bitte keinen verurteilen, dann sagt er, oh ja, eine Welt, in der alle in Liebe und Frieden leben, wäre das nicht schön? Ach, was rede ich denn hier? Beide werden verurteilt. Genau. Da ist er schon relativ konsequent in seiner Bösartigkeit. Ja. Und deshalb ist es auch nicht überraschend, wenn er jetzt vom Thron geputscht wird und dann gleich aus dem Thronsaal entkommen muss. Die Optik, finde ich, ist irgendwie nett und süß überzeichnet. Man hat immer wieder so gewisse Referenzen drin, wenn er jetzt gleich dann aus dem Thronsaal türmt. Ich denke, das spoilern wir schon. Ja. Mit einem Enterhaken. Enterhaken. Dann wird auch die Indiana Jones Musik ertönen. Also wir haben hier schon immer wieder Anspielungen an auch populärkulturelle Dinge, aber vor allen Dingen eben auch Märchen. Also wenn wir in 5., 6. Klasse denken, Märchenelemente, die im Lehrplan stehen, die man kennenlernen muss, die haben wir hier alle mit drin. Wobei wir sagen würde, also Märchen sind ja auch ein Thema, gerade 4. Klasse, wenn man eine 4., 4. Klasse in der Grundschule beispielsweise hat. Auch da ist Seville, finde ich, auf jeden Fall schon möglich. Das stimmt. Muss man nochmal ein bisschen anders begleiten, aber grundsätzlich passt das schon. Ja. Und gerade eben, weil man verschiedene Methoden auch gut andocken kann. Also ich meine, man kann suchen, welche Märchen man alle noch findet. Denn das ist zum Beispiel jetzt hier, hat man es noch nicht so sehr, aber wenn später Seville dann mal durch das Rathaus läuft, dann hat man dann eine Ausstellung und da finden sich dann die neuen Kleider seines Onkels, der war Kaiser und Nudist. Das ist, da hat man dann eine leere Geschichte, die man sich angucken kann.
Vitrine, danke, das war das Wort, eine leere Vitrine, die man sich anschauen kann, und man weiß halt, es sind des Kaisers neue Kleider, die da eben nicht oder doch ausgestellt sind. Wir haben dieses Akteschema, aber wir haben auch, das finde ich sehr schön, einen einfachen Dualismus ganz oft mit dabei, gut, böse, ja. Wobei dieses Böse immer noch so ein bisschen... Also das Böse ist ja gar nicht so wirklich böse in dem Moment. Also das Zivilböse ist nicht böse. Ja, Basilius genau. Hingegen als ist, der... Ist wirklich böse, das stimmt. Aber jetzt gerade also es kommt noch ein Bösewicht. Ne? Genau, es kommt noch ein böserer Böse. Basilius ist der ehemalige Berater von Seville und dann auch der Berater derjenigen, die auf den Thron kommen, die ihn putscht. Und darum ist eben das Ziel von Seville, natürlich seinen Thron zurückzuerobern, aber eben auch sein Königreich vor seinem durchtriebenen und gemeinen und bösen Berater zu retten. Und dadurch bekommt eigentlich gerade dieser klare gut-böse Dualismus, wird so ein ganz kleines bisschen karikiert durch Seville als Figur, der zwar eigentlich sich als böse inszeniert und als tyrannischer König, der dann aber durch seine Tyrannei ganz viel Gutes an mancher Stelle tut und ist damit eine ganz typische Heldenfigur. Ja, wobei eigentlich ist es Lilly, die kleine Protagonistin. Also Seville wird im Laufe der Geschichte Lilly zur Seite gestellt, die eigentlich die Herzensgute ist, die irgendwie mit diesem... Aber auch ein bisschen die Herzen, also so das Herzensgute in ihm auch ein bisschen weckt. Ja, schon. Aber sie weiß auch, wie sie ihn zu triezen hat, damit er das macht. Also wenn die an der Treppe stehen... Und er sagt, da gehe ich jetzt nicht hoch. Und dann sagt sie, ach alter Mann, schaffst du das nicht mehr? Er halt der dann eben doch von ihr getrieben wird. Oder wenn sie in dem Theater auf die Bühne wollen, die Ballerina aber nicht weggeht und sie will dann der sein muss, der dann die Tomaten nimmt und sie nach der Ballerina wirft. Oder wahlweise die Ballerina auf diese Luke buxiert, wo er sie dann reinfallen lässt. Ich finde gerade dieses Zusammenspiel zwischen Seville und dann Lilly eben auch später trägt gerade auch die Handlung in ganz vielen Stücken. Eben voran. Also gerade dieses Zusammenspiel und das Spiel zwischen Gut, Böse und wer tut was und ist das dann in dem Moment gut oder dient das vielleicht doch eben einem verborgenen Zweck, ist eigentlich was, was dieses Märchenmotiv ganz schön aufgreift und damit eben auch in gewisser Art und Weise spielt. Wir haben jetzt gerade hier, während wir reden, im Hintergrund jetzt hier so das erste Gameplay so ein bisschen. Ja. Wir danken natürlich wieder Leon Lachmann, der gerade am Spielen ist für uns, damit wir das Ganze begleiten können. Und man sieht hier, finde ich, direkt, und das fand ich beim Spielen sehr schade, also ich kenne das Spiel jetzt noch nicht so lange, habe das jetzt vor einer Woche das erste Mal gespielt. Ich fühlte mich sehr reingeworfen, weil es hier im Grunde gar kein Tutorial gibt. Man ist sofort in dieser Welt und wenn man jetzt, so wie ich, mit Point-and-Click-Adventuren jetzt nicht so viel am Hut hat, ist es sehr viel irgendwie zu entdecken, was natürlich auch sehr schön ist. Also in diesem Thronsaal, man kann eine ganze Menge anklicken, aber auch eine ganze Menge, was gar nicht so relevant ist. Das kommentiert Seville ja immer. Aber man weiß teilweise gar nicht, was muss ich jetzt tun und was ist jetzt das Rätsel zur Lösung quasi. Ne? Also man weiß, okay, ich muss irgendwie aus dem Thronsaal raus, aber wie stelle ich das an, ist erstmal ein Fragezeichen. Aber das ist handlungslogisch natürlich ganz schön, gerade wenn wir an Deutschunterricht denken. Ja. Denn es ist schwierig, Kinder dazu zu bekommen, zu sagen, hey, sag mal, was glaubst du, wie geht die Geschichte jetzt weiter? Diese Spiele verlangen das von uns geradezu. Mhm. Also jedes Mal, wenn jetzt zum Beispiel Leon gleich mal eine der Äxte von der Wand nimmt und dann sagt... mit dieser Axt bitte jetzt die Wachen verhauen, dann ist das ja eine Äußerung des Kindes oder in dem Fall jetzt von Leon, genau, diese Äxte, Leon, kannst du von der Wand nehmen, mach das, sei mal so gut und nimm mal eine der Äxte. Noch ein Stück nach links, genau, die. Da kommt er jetzt nicht ran, deshalb brauchen wir gleich unseren Multizepter, weil sie ist ja ein bisschen klein. Und auch da sieht man natürlich wieder, diejenigen, die Erfahrung haben mit Point-and-Click-Adventure, kennen dieses Inventar, wissen, okay, alles, was ich eben unten angezeigt bekomme, habe ich sozusagen zur Verfügung, damit kann ich arbeiten kann eben Dinge kombinieren. Das ist auf jeden Fall was, wo ich jetzt mal Point-and-Click-Adventure-affine Schülerinnen und Schüler, beziehungsweise Spielerinnen und Spieler, natürlich einen Vorteil haben im Moment. So, und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass man sagt, man möchte jetzt, halt, zurück bitte noch einmal, die Axt mit den Wachen benutzen. Du hast schon eine viel bessere narrative Idee, aber trotzdem, wir wollen uns den Spaß einmal kurz machen. Genau. Das heißt, man lässt den Ton nochmal richtig laut, dass man auch hört, was passiert, wenn man dann die Axt mit den Wachen benutzt. Genau. So, Seville macht es nicht. Und das ist handlungslogisch halt ganz wunderbar eingebettet an mancher Stelle. Das gibt auch so ein paar Stellen, die sind dann, das ist halt, nee, machen wir so nicht. Aber gleichzeitig sind viele... Was? Bisschen hakelig. Seil? Nee, muss die Axt einmal benutzen vorher.
Du musst einfach nur ein Stückchen weiter nach links laufen wahrscheinlich. Bis dann jetzt, genau. Also manchmal wechselt man dann eben die Perspektive, weil das ist eben das Ziel, nicht das Seil komplett. Das war meine erste Intention auch. Ja, ich zerhack das eben in der Mitte und dann ist gut. Und dann die Position zu finden, dass eben vorne nur die Kugel abgetrennt wird und man das komplette Seil benutzen kann, weil sonst schafft man es nicht bis zum Fenster, muss man eben dann in dem Moment erstmal drauf kommen. Und das kann man es halt nehmen. Also diese handlungslogischen Geschichten finde ich sehr charmant bei Adventure-Spielen, weil man eben sich doch damit auseinandersetzen muss, wie entwickelt sich die Geschichte weiter. Und man muss einfach sagen, man kann den kompletten Märchenunterricht mit Civil machen. Ja. Das ist schon wirklich was Charmantes, muss man sagen. Also weil hier alle Aspekte, die zum Märchen gehören, mit drin sind. Wir haben viele Verweise auch auf andere Märchen, das ist auch wieder schön, das haben wir schon gesagt. Mhm. Und irgendwann muss man dann eben auch die Gegenstände miteinander kombinieren. Sonst kommt man eben nicht weiter. Aber das ist auch eine ganz charmante Idee. Also deshalb finde ich das schon sehr schön. Das braucht auch nicht so viel Speicherplatz. Das ist auch wieder was, wenn wir so an Schulcomputer denken. Und man muss auch sagen, in der Zwischenzeit ist die Anschaffung auch von kompletten Klassensätzen. Ja, selbst mal gerade, was den Kostenaufwand geht, verschwindend gering. Also man bekommt das Spiel immer wieder so zwischen 3 und 5 Euro in verschiedenen Sales, was dann eben in dem Moment, gerade wenn es dann eben um das Unterrichten mit ganzen Klassen geht, dann natürlich ein großes Plus ist. Und auch hier würden wir sagen, setzt das Ding ein wie eine Ganzschrift. Ja. Also wirklich den Gedanken, ich mache die Methoden, die wir kennen aus dem Literaturunterricht, die kann man hier einfach wiederverwenden. Also zu überlegen, wie stelle ich eine Charakterisierung an, wie beschreibe ich Handlungsverläufe. Figurenkonstellationen sind ja da auch gerade in dem Spiel recht variabel an mancher Stelle, sodass man da gerade wenn es um Figuren verstehen geht, ganz tolle Ansatzpunkte hat. Wir könnten einfach mal Leon den Tipp geben, dass man zwei Dinge im Inventar miteinander verbinden muss. Das würde helfen. Das Seil und Fast. Fast. Das Seil und die Axt, genau. Und schon hat man einen wunderbaren Enterhaken. Genau. Aber auch das fand ich wieder jetzt, das muss man, finde ich, wissen, dass man das irgendwie kann. Also klar, wenn man diese Genre-Kompetenz hat, dann geht es. Aber wenn wir jetzt darüber sprechen, also ich weiß nicht, mit welchen Klassen würdet ihr es einsetzen? Mit welchen Stufen? 4., 5., 6. Ist so, genau. Das wäre so das. Und ich finde gerade diese Anfangssequenz, die macht vielleicht auch Sinn, die wirklich zusammenzuspielen. Okay. Also, dass man ganz methodisch sagt, wir machen die erste Situation, spielen wir zusammen und überlegen gemeinsam und alle rufen rein, was man machen kann. Einer der Schüler spielt. Und dann wird sehr schnell irgendwie klar, so funktioniert es. Was auch relativ spannend ist, wir sehen jetzt gerade, das ist schon eine verdammt gute Idee. Aber die Wachen stehen noch im Weg und gucken zu, die müssen wir jetzt erstmal rausquatschen. Das ist schon was, wenn da zu zweit Kinder vorsitzen, die verhandeln dann auch die Handlung nochmal anders. Dementsprechend gerne sowas dann auch mit mehreren Kindern an einem Rechner, nicht mehr als drei. Nee, das ist schwierig, weil ansonsten hat man ja bei gerade den Kleingruppen dann immer, dass es sich vielleicht mal aufsplittet, manche dann doch nicht mehr mitspielen, sondern gerade zu zweit, maximal zu dritt, da kommen auch die besten Gespräche eben bei rum, weil dann gerade alle Kinder auch dabei sind, was aktuell in der Handlung passiert und was im Spiel passiert. Es gibt das Spiel theoretisch auch für iOS, aber wenn man jetzt das große Glück hat, einen der neueren iOS-Sätze zu haben, Pools zu haben, eben leider auch nicht mehr, weil das ist dann, ich glaube, das geht bis Version 9.8, wenn sie dann wenn ihr das neue Betriebssystem drauf habt, funktioniert es leider nicht mehr. Das Problem haben wir gerade hier vor Ort, aber für einen PC ist es halt eben günstig und auch gut zu nutzen und läuft eben auch mit relativ schlappen Rechnern. Genau, Grafikanforderungen sind ja nicht ganz so hoch. Es wird immer wieder gesagt, das ist ja keine Computerspiel-Ästhetik oder Grafik, die Kindern heutzutage noch Spaß macht. Wo ich sagen würde, also ja, es weicht irgendwie jetzt so von den Konventionen, wenn wir uns die Spiel A- oder AA-Titel mit Assassin's Creed und so weiter ansehen. Ja gut, das ist natürlich anders, aber von Point-and-Click-Adventure ist das immer noch hochaktuell. Ja. Es ist diese überzeichnete Märchengrafik, sodass ich sagen würde, an der Stelle alleine die dicke Wache mit dem Arschgeweih und der Narbe am Bauch. Das sind eben gerade märchenhafte Figuren, die auch in diesem, zum Märchen, der weiße Prinz auf dem Schiff. Ja, genau, richtig. Das ist, also die halt in diesem Setting total gut funktionieren. Ja. Und darum finde ich das an der Stelle überhaupt nicht tragisch. Es ist auch, wenn dann später noch der Paladin kommt, mit den langen, blonden Haaren. Und also ich sage jetzt mal so, über Stereotype müssen wir an der Stelle nicht sprechen. Das ist klar, die sind überzeichnet, das ist klar, das ist
an ganz vielen Stellen nicht sehr differenziert. Aber das aber ist sehr liebenswert. Moment, aber sehr, sehr liebenswerte sehr Figuren insgesamt. Genau. Und ich finde auch, bei anderen Spielen kann man kritisieren, die haben keine Sprachfassung. Hier ist es ja sehr schön gemacht, alles ist ja alles vertont und betont und so. Man kann sich das ja wirklich ganz nett anschauen einfach. Aber es gibt auch einfach sehr viel Dialog. Jetzt wieder sind wir in dem Dialog. Und es kommt ja später im Spiel auch durchaus immer noch viel Dialog. Wo ich, also für mich wieder die Erfahrung gemacht habe, dass ich schnell anfange durchzuklicken. Also muss man auch schauen. Das stimmt. Das ist auch gerade bei Kindern, die eben nicht so narrationsorientiert spielen, muss man schon darauf achten, dass da vielleicht mit Aufgaben hingewirkt wird, dass sich Dinge gemerkt werden, dass man eben diese Konsumhaltung durchbricht hin zu einer Rezeptionshaltung. Und jetzt sind wir endlich an der Stelle angekommen, dass die Wachen den Raum verlassen haben und jetzt endlich Civil sie rausgequatscht flüchten kann. Und das nehmen wir noch mit und schließen dann auch schon. Und empfehlen euch, da mal reinzuschauen, wenn ihr euch das vorstellen könnt. Und vielleicht ist das ja was für euren Unterricht. Gleich kommt noch der großartige Indianenschutz. Genau, ich würde sagen, wir sagen einfach vorher Tschüss und lassen dann einfach... Viel Spaß, dann genießen dieses wunderbare Moment. Tschüss. Ciao.